Schönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Hesse von der Firma BHE Hesse Immobilien aus Berlin-Spandau. Letztens habe ich einen Eigentümer gefragt, wann er denn nach dem Verkauf seiner Wohnung sein Geld erhält. Letztendlich müssen hierfür zwei bis drei Voraussetzungen erfüllt sein. Zuallererst muss die Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen sein. Die Auflassungsvormerkung blockiert das Grundbuch, dass es nicht ein zweites Mal belastet werden kann. In der Vergangenheit soll es so Fälle geben, wo Verkäufer die Wohnung zweimal versucht haben zu verkaufen. Sie fragen sich sicherlich, zweimal verkaufen? Geht denn sowas? Die Verkäufer sollten damals wohl angeblich zu dem einen Notar gegangen sein und ein paar Tage später zu einem zweiten Notar, um die Wohnung noch einmal zu verkaufen. Die Auflassungsvormerkung ist somit auch ein weiterer Sicherheitsmechanismus für den Käufer der Wohnung. Die zweite Voraussetzung ist die Löschungsbewilligung. Vor Unterzeichnung des Notarvertrages guckt der Notar in das Grundbuch und überprüft, ob hier noch eine Grundschuld drinsteht. Für den Fall, dass hier keine Grundschuld drin steht, ist eine Löschungsbewilligung natürlich nicht erforderlich. Sollte eine Grundschuld noch drin stehen, kontaktiert der Notar nach Unterzeichnung des Kaufvertrages die Bank und fragt an, wie groß denn hier die Restschulden sind. Sind zum Beispiel noch 40.000 Euro offen, so weiß der Notar, dass er dem Käufer dies mitteilen muss. Somit hat der Käufer 40.000 Euro aus dem Kaufpreis direkt an die Bank zu überweisen und den restlichen Teil des Kaufpreises dann auf das Konto des Verkäufers. Somit wird sichergestellt, dass die Bank auch wirklich die Löschungsbewilligung erteilt und das Grundbuch letztendlich lastenfrei ist, damit es vom Käufer, sofern er die Wohnung auch finanzieren sollte, neu belastet werden kann. Die dritte Voraussetzung ist die Verwalterzustimmung. Diese ist nicht immer erforderlich. Das hängt von Wohnungseigentümergemeinschaft zu Wohnungseigentümergemeinschaft ab. Am besten gucken Sie hier einfach mal in die Teilungserklärung, dort steht das meistens drin. Die Verwalterzustimmung ist oft nur ein formeller Akt. Ich habe noch nie mitbekommen, dass die Verwaltung die Zustimmung verwehrt hat. Aber es sollen wohl solche Fälle gewesen sein, wenn hier noch große Restschulden, noch große Schulden offen sind, aufgrund dessen, dass vielleicht das Hausgeld nicht gezahlt wurde. Letztendlich kann man sagen, dass der Prozess ungefähr 4 bis 8 Wochen dauert. Das hängt natürlich von den ganzen Ämtern ab, wie schnell die arbeiten und kann in Ferienzeiten auch schon mal länger sein. Somit erhalten Sie nach ca. 4 bis 8 Wochen das Geld. Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhält der Käufer eine Mitteilung vom Notar, die Sie auch im Kopie erhalten. Dann hat er meistens 2 Wochen Zeit, um den Kaufpreis zu bezahlen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Sollten Sie weitere Fragen haben rund um das Thema Kauf oder Verkauf von Immobilien, kontaktieren Sie uns gerne. Alternativ abonnieren Sie einfach diesen Kanal und Sie erhalten weitere informative Videos rund um das Thema Immobilien. Wir sind für Sie da. Ihr Makler aus Berlin-Spandau, BHI Hesse Immobilien.